Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut bei uns. Wir haben heute mal ein bisschen was in Schwarz-Weiß gestaltet. Und wenn ihr sehen möchtet, wie wir das gemacht haben, bleibt ein paar Minuten dran und wir zeigen es euch. Jeder von uns hat sicher irgendwo noch ein paar alte Windlichtgläser oder Teelichtgläser rumstehen. Wir hatten jetzt solche, die so ein bisschen beschriftet sind, aber auch Gott sei Dank freie Stellen hatten. Und da habe ich mir gedacht, könnten wir ein schönes Herz drauf malen. Ihr könnt dann natürlich auch Flügel drauf machen. Also, dass die Stelle dann frei bleibt. Mit Sprühkleber könnte man das jetzt festkleben. Ich habe jetzt leider keinen Sprühkleber, also muss ich mir jetzt hier wieder ein bisschen die Finger verrenken, um das zu bemalen. Damit die Stelle frei bleibt, halt dieses Herz schon mal drauflegen. Ich hatte mir jetzt einfach eins aus Papier ausgeschnitten. Und dann wird jetzt im Schwarz-Weiß-Look ein Glas in Weiß und ein Glas in Schwarz gestaltet. Man könnte natürlich auch oben schwarz und unten weiß oder was auch immer. Aber ich habe mir gedacht, ich mache zwei Windlichter, eins in weiß und eins in schwarz. Dann ist es ein, naja, Schwarz-Weiß-Look. ja, ist im Schwarz-Weiß-Look, aber ich hätte jetzt fast gesagt, im Engelchen-Design. Theoretisch könnte man nämlich hier auch Flügel drauf legen und Flügel freilassen, also so eine Engelflügel. Aber noch mehr Gläser hatte ich jetzt einfach nicht. Und dann wären das richtig Engelchengläser, aber wir haben ja dann noch Flügel dran gesetzt. Wir zeigen euch das natürlich, wie wir das gemacht haben. Und dann sind es auch ein guter Engel und ein böser oder ein gefallener Engel und ein richtiger Engel. So, jetzt habe ich erstmal mein Herz übertragen und dann wird das ganze Glas, der Rest, schwarz angemalt. Um die Gläser zu bemalen, könnt ihr jede x-beliebige Acrylfarbe nehmen, aber ich arbeite mit Decacolor Matt, weil die einfach deckend ist. Ist jetzt hier beim ersten Anstrich schon deckend. Da passiert nichts mit. Die ist nachher auch wetterfest. Also kann man das Glas auch mal ein bisschen abwischen. Und wie gesagt, ihr könntet auch Engelflügel als offenes Teil gestalten, damit man durch die Engelsflügel nachher reinschaut. Ich habe mich für Herzen entschieden. Während die Gläser dann trocknen müssen, könnt ihr euch schon um die weitere Deko kümmern. Da das ja schwarz-weiß sein soll, habe ich mir gedacht, an so ein schwarzes Glas mache ich mir weiße Engelflügelchen dran und noch weiße Federn auf der anderen Seite. Und dann hat man ein edles Teelicht in schwarz-weiß gestaltet. Und bei dem weißen Teelicht habe ich mir auch wieder die Engelflügel gegossen, habe die diesmal aber in schwarz angemalt. Und dann kommen eben schwarze Federn und schwarze Flügel ran. Und dann könnt ihr Deko ansetzen, also diese Flügelchen, die ich mir gegossen habe. Wenn ihr die natürlich mit Resinen gießt, also mit Gießharz, wie ich euch im letzten oder in einem von den letzten Videos gezeigt habe, dann kann man die auch noch umlegen. Ich hatte das jetzt, weil es weiß sein sollte, halt in Keramik gegossen. Dann lassen die sich aber nicht so schön biegen. Muss man Nee, sich aber du jetzt hast reliefartig jetzt. reliefartig. Jetzt muss man sich natürlich immer entscheiden, wie möchte man das gerne haben, was möchte man gerne machen. Und dann wird einfach weiter dekoriert. Dann habe ich hier noch so schöne Federn. Kommen hier noch mit dran. Flügel und Federn ist ja natürlich perfekt. So, zum Schluss habe ich dann noch bei dem weißen Glas eben die schwarzen Flügel ran gemacht. Soll ja immer schwarz und weiß in einem Objekt sein. Jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Spiegelsand. Gab es irgendwann mal bei Thomas Phillips oder bei Kick, keine Ahnung. Die Sachen muss man immer kaufen, wenn man sie sieht. Und da kommt dann die Kerze rein. Bei diesen Gläsern kann man jetzt hier eine richtige Kerze reinstellen. Ich habe aber trotzdem solche LED-Kerzen, ist immer sicherer. Und dann hat man wunderschönes Teelicht oder zwei wunderschöne Teelichter, schwarz und weiß. Ich finde es immer wieder edel. So, und in diesem Stil oder in dieser, ja, Malweise könnt ihr jetzt auch Flaschen oder andere Gläser gestalten. Immer schwarz und weiß. Ich fand das jetzt mit den Flügelchen und mit den Federn mal eine super Idee. Ich habe jetzt hier ein paar alte Biergläser umgestaltet. Und wenn man da diese LED-Lichter reinstellt, kann ja auch nichts passieren, wenn die Öffnungen hier zu klein sind, dass die Gläser zu heiß werden oder sowas. Mit LED geht sowas alles zu machen. Hier seht ihr jetzt von innen, da steht noch Bitburger dran. Kann man nicht Ja, nee, sehen. das kann man nicht sehen. Hätte sie jetzt nicht verraten müssen. Das sieht man jetzt von innen. Man kann es natürlich auch von innen noch streichen, damit es weg ist. Aber ich lasse es jetzt so drin. Ich wollte ja nur mal zeigen, was man alles so machen kann, was man gestalten kann. Probiert es einfach mal aus. Schwarz und Weiß ist eine super Variante.
auch für Winter, fürs ganze Jahr eigentlich. In dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.